gibt es Reste verwerten. Wir haben da noch ein bisschen Toastbrot. Da haben wir noch ein bisschen Käse. Da haben wir noch ein bisschen Pulled Pork. Und einen Haufen Speck. Schauen wir mal. Jetzt machen wir uns da einen schönen, leckeren Toast. Legen wir alles ein wenig beiseite. So, dann legen wir da einen Käse her. Da legen wir auch einen Käse her. So, danke her. Und wie man Pulled Pork macht, das seht ihr auch in meinen Videos. Hat 6 Stunden gedauert und ist wirklich herrlich. So, da. Ordentlich belegen. Da hinten auch noch irgendwas. So. So, das was runtergefallen ist, das essen wir einfach schnell. So, weiter geht's. Legen wir das auch noch drauf da. So, da. Zack. Zack. Und damit das Ganze nicht auseinanderfällt, nehmen wir da ein wenig Speck. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Mal da bei der Hälfte ansetzen. Ah, da brauchen wir schon ein wenig Speck. Na, Gott sei Dank haben wir genug. So. Der ist zu kurz. Dann nehmen wir da gleich einen Klebstoff wieder. So, da. Und den nächsten, das ist ein Pickerzeichen. So, und herheben, drüber ziehen und den nächsten. So, jetzt eine Aufnahme von Speckberg. Schauen wir mal. So, jetzt legen wir es mal auf, die zwei. Der Grill ist ordentlich vorgeheizt. Der Kamerad ist nicht so schön geworden, den legen wir hinten rein. Im indirekten Bereich lassen wir es jetzt einmal 10 Minuten drinnen. So, nach 5 Minuten schauen wir mal. Und geht's wieder. So, jetzt probieren wir es einmal uns dran, ob das so leicht geht. So, da. Und weiter geht's. So, jetzt drehen wir es noch letztes Mal.
So, schauen wir mal rein da. Und die heiß. Wow. Das schaut lecker aus. Das werden wir gleich essen.